Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf PayZs Kanal. Ich kann mit Stolz verkünden, dass der PayZ ausgedient hat. Er hat gesagt, nein, dieses Gesicht, dieses behaarte, hässliche Gesicht werde ich nicht mehr auf YouTube präsentieren. Deswegen gehört dieser Kanal jetzt mir. Oder? Das war nicht das Stichwort. Mann, aber das war das Stichwort. Das ist mein Kanal. Mann, ey, PayZ, Alter, ey, jetzt reicht sie aber. Voll aggressiv, alle. Ach, ja, ich mach dich trotzdem. Das ist auf jeden Fall das lang versprochene Fazitvideo zur Gamescom. Denn heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, der letzte Tag der Gamescom. Wir haben jetzt gleich 18 Uhr und wir haben es nicht wirklich hinbekommen, jeden Tag ein Fazitvideo zu machen. Aber jetzt kommt ein Fazitvideo und wir wollten noch mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir gemacht haben, was wir erlebt haben. Und ich sage es genau wie letztes Jahr, das war weniger eine Gamescom der Spiele als eine Gamescom der Freundschaften und Spieler, genau, weil wir so viele Leute getroffen haben und es war auch einfach so eine Gamescom der Community, ne? Genau, weil Community ist ein großes, wichtiges Wort auf dieser Gamescom 2015 im wunderschönen Köln. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Der PayZ ist einfach doof. Der PayZ ist nicht blöd. Auf jeden Fall, wir hatten ja das Community-Treffen im Odysseum, das hat der Dennis organisiert. Der Dennis, kennt ihr den? Mit dem Odysseums-Team, das übrigens super ist. Viele Grüße an den Thomas und alle Beteiligten, an den Jan und an den Max und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das war, glaube ich, unser Highlight gewesen. Das kann man schon so runterbrechen, oder? Ja, Entschuldigung. Können Sie mal hier kurz herkommen? Was war denn Ihr Highlight auf der Gamescom? Mario Maker und Triforce Heroes, würde ich sagen. Okay, dankeschön. Alles klar, ja, super, vielen Dank. Dankeschön. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Beim Odysseum. Das wissen wir jetzt auch. Ja gut, auf jeden Fall, Community-Treffen war, glaube ich, für uns alle das Highlight und dann auf den Bühnen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Games, was da so unsere Highlights waren, weil ich meine, es ist immer noch eine Spielemesse. So, Bronze, deine Highlights, was hast du überhaupt gezockt? Was hast du gesehen? Was hättest du gerne gezockt? Erstmal genau. Ganz kurz, eins haben wir vor der Bronze. Der Bronze ist gerade aus dem Konzept gebracht worden. Vielleicht hat man es im Hintergrund gehört, diese... Da liefen gerade Skimails. Okay, weiter. Ja, gut, das lassen wir jetzt unkommentiert, obwohl wir es jetzt schon kommentiert haben. So, deine Gamescom, dein Fazit? Mein persönliches Highlight war natürlich spielemäßig ganz klar Battlefront. Ich freue mich schon seit Jahren mal wieder auf ein brandneues Star Wars Spiel. Und nun ist es endlich soweit und die Macht hat uns erhört. Und der allmächtige Göttervater Vader ist vielleicht auch wieder back. Man wird sehen, auf jeden Fall wird das ein Spektakel der ultimativen Superlativen. Und deswegen werden wir in Bälde Battlefront auf unserem Kanal alle zocken. Juhu, geil. Ja, komm, einmal. Aber ganz gut, der griechische Göttergott steht da hinter der Kamera. Igor, der Weise. Igolos. Ja. Das ist der griechische. Igor, einmal bitte Ja machen mit der Kamera. Ja. Okay. Okay. Und ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, aber mein Highlight war natürlich Mafia! Mass Effect! 3. Nein. Mafia 3, denn wir saßen im selben Raum und haben uns Mafia 3 angeguckt. Das Lustige ist, wir hatten nicht mal zusammen gleichzeitig den Termin, sondern Patrick war für jemand anderes da, aber das war wir stehen da hinten an der Wand, was für ein hässlicher Frosch. Ja, und dann aber dann hast du entdeckt, das war der Iggy. Genau. Hey, auf jeden Fall muss ich sagen, Mafia 3 wirklich eines der geilsten Games auf der Gamescom 2015 in wunderschönen Köln, muss ich nochmal sagen. Wobei, es gab ja so ein bisschen Hate, ne, wegen dem Setting. Es spielt ja jetzt 1968 in New Orleans, also vom Setting her. Du kannst ja mal erklären, wie das in Mafia 2 war, weil ich kenne mich da leider nicht so aus. Mafia 2 hat mal den Italiener Vito Scaletta gespielt, ein richtig fresher Typ und der hat auch eine tolle Frisur gehabt. Auf jeden Fall war der wirklich ein Oberschurke, das Ende war jedoch offen, was ich ein bisschen schade fand. Und ich habe mir gedacht, bei Mafia 3, hast du gerade den Hitlergruß gemacht? Nein. So, ich dachte, bei Mafia 3 wird es noch besser. Und da haben wir natürlich einen weiteren wichtigen Journalisten aus der weltweit bekannten Medienbranche, Johannes der Zweite. Von der Playmassive. Johannes, du warst auch im letzten Fazitvideo mit dabei. Das heißt, du darfst jetzt auch erklären, was so deine Highlights auf der Gamescom waren, was du angezockt hast, was du gerne angezockt hättest und war wahrscheinlich irgendwie was mit Nintendo, oder? Diesmal gar nicht. Also mein Highlight war tatsächlich Metal Gear Solid 5. Oh. Es ist Phantom Pain? Phantom Pain in der Tat, weil ich hatte keine allzu großen Erwartungen daran, muss ich sagen. Aber nachdem ich es jetzt einmal selbst anspielen konnte und Bronze ist eh viel schöner als die, also halt ruhig noch ein bisschen auf ihn drauf. Das Open-World-Gameplay passt sehr gut dazu und man kann wahnsinnig viele Anpassungsmöglichkeiten vornehmen. Du kannst auswählen, ob du scharfe Munition benutzt oder Gummigeschosse. Und es gibt ein Pferd. Und es gibt ein Pferd und das auf Kommando kackt's für dich. Also in welchem Spiel gibt's sowas? Und es gibt so viele Sachen. Die Motherbase, die kann auch ausgebaut werden. Du hast dann später Leute, die für dich Wettermanipulationsmaschinen bauen. Du kannst einen Sandsturm zünden, wenn du ihn gerade brauchst. Also das ist großartig.
Also ich habe es auch gesehen, ich habe nicht gespielt, die Biene hatte das gezockt, ich habe das so ein bisschen kommentiert. Ich kenne mich mit der Serie jetzt weniger gut aus, aber es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema, und zwar der Köln, 25 Grad. Ja? Ist ja immer noch ein Kölner, oder? Ich bin immer noch ein Kölner, auch wenn ich am Arsch der Welt wohne, ja. Ja, was meinst du denn? Sollte die Gamescom weiterhin in Köln stattfinden oder sagst du, hier ist es so klein? Also wenn ich jetzt sage, Gamescom zurück nach Leipzig, dann werde ich wahrscheinlich gesteinigt. Nein, ich bin super zufrieden, dass die Gamescom jetzt schon seit, glaube ich, 6 Jahren in Köln. Oder 5. 4. Ich bin auf jeden Fall auf jeder Gamescom gewesen, die jetzt hier in Köln stattgefunden hat. Und ich muss auch sagen, jedes Mal hat die sich irgendwie gesteigert. Und dieses Jahr war wirklich die krasseste und die stressigste, aber auch die coolste Gamescom. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Danke fürs Zusehen hier beim PayZ auf dem Kanal. Und natürlich kommt ein Mann mit dem wunderschönen Oberteilen jetzt auch ins Bild. Genau, den meinte das ich. Das ist wirklich wunderschön. Wo kriegt man das? Das ist Klaus Kleber und Gundula Gause, die da sind. In dem Fall. Ja, das tschüss. War die Gamescom 2015. Tschüss. Bis nächstes Jahr.